Epic 12 mit von 158. Unsere dritte Folge. So, ich habe ein bisschen nochmal umgebaut. Und zwar hat es folgende Gründe gehabt. Einmal aufgrund dieser Gleisverlegung. Das zeige ich euch gleich, weshalb. Und dann wegen der Auffahrt. Ansonsten im Prinzip ist dasselbe geblieben. Wir haben hier wieder für unseren Schienenbus. Dann haben wir hier für unseren Güterverkehr die Auffahrt. Denn unser Feld ist hier. Ich werde mal hier hingehen, da sieht man es dann besser. So, hier, das Feld habe ich einfach ein bisschen größer gemacht. Und dann die Langstraße auch ein bisschen anders hingelegt hier. Wir könnten also hier eigentlich den Mähdrescher jetzt fahren lassen mit 10 km/h hier. Und dann fängt er dort an abzubauen. Ich muss hier natürlich noch ein bisschen was machen, um diese Flimmern wieder wegzukriegen hier. Und dann kann der ganz normal hier weitergehen. So, dann habe ich Stücke weiter ausgebaut. Dann lassen wir ihn erstmal anfangen hier. Und er legt los. Sehr schön. Das klappt erstmal. So, dann haben wir hier noch ein bisschen weiter ausgebaut und habe hier noch eine Mühle hingemacht. Denn hier ein Feld, wo ich Strohballen noch hingestellt habe. Dann haben wir hier eine Koppel. Da habe ich ein paar laufende Kühe mit drin gemacht und ein paar stehende. Hinten noch ein paar Pferde, die aber nur stehen. Schon ein bisschen mit den Grünen rumgefummelt hier. Und die ersten Straßen gebaut, das heißt hier die Landstraße, denn damit auch die Verbindung hier zum Bahnhof dann hin. So, erstmal soweit provisorisch die Häuschen aufgebaut, wo man dann so kleine Höfe draus machen kann. Und ich denke mal, damit haben wir das Grundprinzip, was ich machen wollte, erhalten. So, und dann hier habe ich das Bahnbetriebswerk, das habe ich hier nach vorne gelegt. Das wird dann abgetrennt hier mit einer Mauer von den entsprechenden beiden Hauptgleisen. Aber ich werde die Mauer jetzt wahrscheinlich nicht hier hinstellen, sondern hier in das Quatsch, was habe ich die hier hingestellt habe. Und hier drüben, denn das wird Werksgelände, Betriebsgelände. Ja, da hinten Güterschuppen, also das war hier. Hier weg vielleicht auch noch ein paar mehr Güterzüge hinpacken. Aber es soll eben alles so ein Kleinstadtrahmen oder Dorfidylle bleiben. So, denn der Bahnhof, der wurde erweitert. Ich habe noch ein zweites Gleis, also einen zweiten Bahnsteig hinzugemacht für den Gegenverkehr und habe dann den Güterverkehr, den Durchlauf, den Güterverkehr hier separat gelegt. Das wird mehr oder weniger nur unabhängig von diesen Strecken, wird das eine extra Strecke sein, die dann mit diesem virtuellen Bahnhof verbunden ist, also wo dann in regelmäßigen Abständen von links und rechts da eben ein Güterzug kommt. Dann bin ich hier weiter vorgegangen und habe hier schon die erste Brücke gelegt, und zwar kommt die Einfahrt von hier und geht dann hier hoch auf diese Plateau oben. Da kommt der Zug rum, dann kann hinten da noch ein Bahnhof hingemacht werden, also hier oben ist dann genügend Platz. Und hier werden wir einen Kopfbahnhof wieder hinmachen und dann macht der Schienenbus seine Runde auch zurück. Wir werden vielleicht auch mit 2 Schienenbussen weg hier arbeiten, die sich dann irgendwo in der Mitte treffen, sodass hier auch ein ständiger Verkehr drin ist. Und von hier aus geht es dann weiter mit der Hauptstrecke dann eben, die dann hier nochmal durch das Tal führt, und dann können wir drüben weiterbauen. So ist jetzt erstmal meine neue Überlegung. Ich habe auch schon angefangen, hier an den Bergen jetzt ein bisschen was auszubessern. Das heißt, dass hier nicht so diese harten Kanten sind, wie sie jetzt hier sind. Wenn wir mit denen so ein bisschen weiter nach unten fahren oder mit dem einfach hier abkoppeln. So, und hier sehen wir ja schon mal
so ein bisschen ausprobiert, wie ich das schön mit der Landschaft so ein bisschen umgestalten kann noch. Das heißt, dass da teilweise flache Übergänge sind und dann wird mit Texturen dort, mit Felsentexturen sonst was gearbeitet. Dort hinten, hier haben wir noch von dem Einschnitt eben die Steinbarium. Das kann ja dann hier mit dem Texturen zwar das Teil hier mit dem Wassertropfen. Und je nachdem, was man hier für eine Größe einstellt, kann das dann wunderbar noch nachbearbeitet werden und hier dann eben abgerundet werden, gezogen werden. Ja, das ist wirklich ja, genügend Platz gelassen zu den Gleisen eben, dass das doch alles so ein bisschen unterschiedlich aussieht. Ne? Also das macht dann schon ein ganz anderes Bild, wenn das nicht so gleichmäßig hier abgehackt ist oder eingeschnitten ist, so wie hier. Man kann natürlich dann immer jederzeit da auch noch Steilwände, also Felsen draus machen. Aber da weiß ich noch nicht. Ich denke mal, ich werde hier eine ziemlich zerklüftete Landschaft hinmachen, dass das nicht alles so gleichmäßig aussieht wie hier. Und dann da hinten natürlich auch alles schön abgeflacht, dass das bisschen natürlicher aussieht. Ja. Also damit klappt das schon ganz gut. So, den Unterboden, der wird natürlich auch bearbeitet mit den entsprechenden Texturen. Ja. Ich habe schon mal da vorne so ein bisschen ausprobiert. So, teilweise ist mir das doch schon ganz gut gelungen, finde ich. Also hier immer über die unsichtbare Straße wieder mit den LKW. Das hat ja genauso gemacht wie vorher eine Grundanlage und dann als Textur Straßenpflaster genommen, dadurch passt das wunderbar. Und hier natürlich an dem Bahnbetriebswerk da das alles ein bisschen dunkler gehalten, ja, gerade hier wo Kohlezeug ist und so weiter und so fort, so dann die Besandungsanlage und hier vorne dann eben die Wasseranlage, Güterschuppen dann noch hin. Und dann haben wir hier erstmal so ein Grundteil und wird auch hier von diesem Schrottwagen hier, den wir hier zu stehen haben, werde ich vielleicht hier auch noch was hinsetzen. Ja, dann haben wir hier eine kleine Tankstelle für Dieselloks, dann nochmal ein extra Tankbehälter. Also es nimmt schon so langsam Form an und dann eben drüben diese ganzen Güteranlagen, aber da wie gesagt, weiß ich noch nicht so recht, wie viel Gleise ich dort noch mache. Straßenanbindung muss er dann auch sein. Aber so weit bin ich jetzt erstmal gekommen hier. Jetzt wollte ich als nächstes zumindest erstmal für diesen Bahnhofsbereich, dass wir hier die ersten Schaltungen haben. Ich denke mal, das Schlimmste wird sein, und zwar der Straßenübergang. Denn wir haben jetzt insgesamt hier 4 Gleise. Und bei 4 Gleisen dort gleichzeitig hinzubekommen, dass die Schranken auch dann unten bleiben, wann sie sollen, da weiß ich noch nicht. Ich glaube, da gibt es Probleme, aber man kann die zwar lösen mit LOA-Skripte, bis damit halt mich nun überhaupt noch nicht befasst, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall auch eine Lösung finden. Ja, also vorerst werde ich es erstmal so weit probieren, dass die Bahnzüge, diese Nebenbahnzüge, wenn beide hier sind, müssen sie erstmal warten auf den Schienenbus. So wie der Schienenbus da ist, dann kann diese Richtung erst fahren. Damit gibt es keine Probleme mit dieser Schrankenregelung, hiermit genauso. Der fährt sowieso dann in diese Richtung. Und mit dem Güterzug werde ich das so machen, dass ich den irgendwo auf der Strecke vorher noch zum Halten bringe und der erst aktiviert wird, wenn dieser Zug hier die Schranke dann praktisch passiert hat, sodass die Schranke zwischenzeitlich wieder aufgehen kann und erst dann kommt wieder ein Güterzug, sodass hier wieder die Kontakte ohne weiteres verändert werden kann. Und erst wenn vielleicht der Güterzug durch ist, dass dann der Schienenbus wieder grünes Licht kriegt, ja, und die Schranken werden auch wieder separat geschlossen. Also da muss ich wirklich dann erstmal gucken, ob das überhaupt so machbar ist. Ja. So, als allererstes brauchen wir jetzt erstmal hier
auf jeden Fall eine Haltetafel, das wollte das mal mit dem Schienenbus hier machen. Das heißt, wir müssen in den 2D-Bereich wieder rein hier. Und gucken wir erstmal, wo wir jetzt hier sind. So, das wäre dann also praktisch hier die Einfahrt für den Schienenbus. Und dann müssen wir mal gucken, bei den Signalen, da bräuchten wir ja jetzt eigentlich ein unsichtbares Signal hier. Und wenn wir mal gucken, ob wir das haben, ich glaube, das war ziemlich weit unten, weil bei sonstiger. Das Startsignal, Dummy. Da, unsichtbares Signal, genau. So, das geht dann natürlich in diese Richtung, das ist klar. Und das heißt, er muss hier auf jeden Fall einen Halt bekommen. Das müssen wir erstmal zusehen, in welche Höhe das ist, dass der nicht wieder durch den Prellbock durchfährt, sondern dass er wirklich so kurz vor dem Prellbock hält. Er braucht auch noch nicht mal so weit rangehen. Dazu werden wir jetzt erstmal den Bus aktivieren, ja. Und wo steht er denn? Der stand ja da oben hier noch, ne? Genau. Dass wir uns den jetzt erstmal runterholen, ja. Und ne, das ist die falsche Richtung, ja. So, lassen wir den mal fahren, ein bisschen schneller, ja. Und denn wir müssen, das wird bestimmt wieder so ein kleines Gefummel werden, dann können wir gleich das kontrollieren. Ihr seht doch hier die Schienen, das war der eigentliche Hauptgrund, weshalb ich nochmal alles weggerupt habe, um die Schienen hier ein bisschen tiefer zu bekommen. Und ich finde, diese Schienenhöhe, so wie sie jetzt ist, die gefällt mir bedeutend besser als wie das Original. Ich werde euch das gleich mal zeigen, was ich meine. Ja, denn hier kann ich jetzt mit Bodentextur kann ich das wunderbar noch ausgleichen und eben so ein bisschen schmutziger machen und weiß ich was alles. Und dann ist das eigentlich schon ganz gut. So, ich werde mir das Signal da vorne schon mal auf Halt stellen. Und dann werden wir gleich sehen, ob der, wie weit das Signal ist hier. Ja. Wenn wir den mal wirklich ein bisschen langsamer fahren lassen, ja. Jetzt kriegen wir das hier nicht mehr gebacken, ne. So. Okay. Signal. Kann man ja, glaube ich, stellen, ja. Jetzt liegt es auf Halt, der läuft auf der Automatik und dann sehen wir erstmal gleich, wie weit das jetzt dort reicht. Und dann zeige ich euch anschließend gleich mal das mit den Schienen. Hier seht ihr auch, die Schienen liegen richtig schön drinnen im Boden. Ja, da drüben muss ich sowieso noch ausgleichen. Ja, und hier seht ihr schon mal den Unterschied, wie die Originalschienen eigentlich liegen. Und das wird mir nicht gefällt. Bloß hier durch die Steigung, da werde ich natürlich dann Stück für Stück den Boden noch anheben, dass das genauso aussieht wie hier jetzt. An dieser Stelle. Und das sieht bedeutend besser aus. So, nochmal gucken, ob er, wo er jetzt anhält hier. Ja, das reicht eigentlich. Der muss ja nicht bis hinten zum Prellbock ranfahren, sondern das reicht hier völlig aus. Ja, wir haben jetzt also noch ein bisschen Freiraum, ein bisschen Platz haben wir noch, aber das reicht hier völlig aus. Gut, dann setzt das Signal, das können wir gleich erstmal an dieser Stelle lassen. So, jetzt zeige ich euch das mal noch kurz mit den Schienen, warum mir das oder worum mir das da eigentlich ging. Ja, ich hätte dann alles nochmal nachbessern müssen und dann wäre das nachher mit den ganzen Schienenverbindungen nicht hingekommen und allzu weit war ich noch nicht und darum habe ich einfach kurz mal eine neue Platte angefangen. So, wo gehen wir kurz rein, das wir doch sehen. Ach, gehen wir zu dem hier dann am besten. Okay, wenn ich eine normale Schiene nehme, wenn wir wieder meine Schwellen hier
Das war Holz und zwar die Betonkies. Na, mal weiter höher. Waren die Holz hier. Hier sind sie CLW1. So. Das ist das, was ich überall genommen habe. Gefällt mir am besten hier. Okay, wenn ich jetzt die Schiene hier hinsetze. Ich packe die jetzt einfach mal hier hin. Und wir gucken uns das im 3D-Modus an. So, wo sind wir denn? Da hinten müssen wir hin. Und dahin. So, jetzt seht ihr, diese Schiene, die ich hier neu aufgesetzt habe, die hat hier diese ulkige Kante her. Ja, und ich finde, das sieht irgendwie nicht so ideal aus. Und darum habe ich gesagt, okay, das gefällt mir nicht, ich werde die Schiene tiefer setzen und habe dann die Normalhöhe, wenn sie eingesetzt ist, die ist auf 60 und wenn man die dann auf 25 setzt, auf 23, je nachdem, gucken wir mal hier, so sieht es aus, denn auf 25, ja, dann sieht das schon ein bisschen tiefer aus und noch ein bisschen weiter eingesetzt hier. Da hat man wirklich nur noch die Schwellen da und kann das dann nämlich wunderbar anpassen. Und darum habe ich mich teilweise entschlossen für die 23. Und muss man natürlich aufpassen, gerade bei Bergen, da ist es dann doch ein bisschen extremer. So, und jetzt kann dann hier ruhig mit Textur noch ein bisschen besser gearbeitet werden, so wie hier. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Das passt. Ja, eventuell könnte man jetzt hier sogar noch diese Schienen austauschen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, wenn ich mal sage, diese Strecke hier. Ach nee, das ist gerade Prellburg. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, das spielt ja keine Rolle. Gucken wir uns mal erstmal die kann wieder weg hier. Und dann gibt es ja noch Schienen und dann muss man aber natürlich mehr jetzt mit der Texturfarbe arbeiten. Bloß das macht er erstmal nicht so. Wenn wir den wegnehmen hier, dann ist der mit Prellburg gewesen und suchen uns jetzt hier mal eine aus ohne. Und das müsste diese sein, genau. Wenn man diese nimmt. Hochaltet Holz, letztendlich aber ohne Schotterbett. Und wenn wir jetzt zusammen mit Prellburg, dann kann man nämlich den da anschließen. Zack, und gucken uns das jetzt mal an, und ich glaube fast, ja, das sieht natürlich irgendwie, finde ich, noch ein bisschen besser aus hier. Dann kann man das nämlich mit. Gucken wir mal hier diese Farbe, nehmen wir hier mal den Pinsel und dann stellen wir uns hier mal Schotter. Da muss man dann natürlich alles ein bisschen schwarzer, gucken wir mal, wenn wir mal nicht so groß machen jetzt hier. Und ja, und dann wollen wir mal gucken hier. Ja. Und das wirkt eigentlich dann schon hier, finde ich. Genau. Ja, da kann man gerade so in Betriebsbahnhöfen, wenn wir mal das daneben auch gleich machen, dann sehen wir nämlich, wie das wirklich aussieht. Den also noch wechseln und da werden wir auch ohne nehmen. Und packen den ja auch mal rein. Zack. Und dann wirkt das eigentlich gut. Ja, mir gefällt das. Und so werde ich das auch wahrscheinlich weitermachen. Kann man ruhig hier dann ein bisschen mehr Dreck hinmachen. Weil das sehr gut dann durch die Schwellen durchkommt hier. So, genau. Da ist schon, ja.
Und das sieht doch schon eigentlich ganz gut aus. Jo, ich denke mal so auf diese Art und weitermachen. Ich werde die hier vorne dann auch noch wechseln. Oder nur in dem Bereich. Und hier machen wir dann diese Mauer. Geht bis hier. Und dann machen wir hier die Mauer zu. Das ist dann extra nur für Dampfloks. So ein Bereich wird und da lassen wir dann diese Schienen weg. Ich glaube, das sieht dann alles ein bisschen natürlicher aus. Okay. Ja, dann noch eine Geschichte, die wir uns da noch. Ach so, das hat man jetzt hier geschafft. Der hat richtig angehalten. Und die Freischaltung oder die Signale für die Freischaltung, das werden wir dann machen von. Wenn der Güterzug zum Beispiel durch ist, die Benzüge müssen erst da sein, erst wenn der zweite Zug kommt, ja, dann warten wir lieber noch mit die Schaltung. Das Einzige, was wir schon hinstellen könnten, wären die Schranken. Die Schranken, die sind jetzt, oh, warte, wo waren jetzt die Schranken? Bahnsteigtunnel, Übergänge, Oberleitung, sonst hier. Das war bei Signalen, doch müsste eigentlich damit bei sein. Bahnsteigtunnel, Oberleitung, Stromschienen, das sind alle Gleise, ja. Wo haben wir denn die Schranken gelassen, ja? Ach, hier zum Beispiel mal drin, also sonst hier. Das ist es leider nicht. Ampeln, Bahnübergänge, da haben wir so. So, was haben wir denn? Immer Blinklichtanlage. Ich möchte gerne eine Halbschranke, will ich auch nicht. Die sehen alle so ähnlich aus, aber hier, das ist dann schon eher was hier. Die Halbschranken-Schranke, ja. Schauen wir mal, wie die sitzt. Das müssen wir natürlich dann gucken, wie dort die Auffahrt ist. Moment, der müsste eigentlich von da gesteuert werden. So, gucken wir erstmal. Sehen wir ja dann. Ne, andere Richtung müssen wir, ja. So, da ist er. Da ist er. Können wir mal den anklicken, ja. Das reicht hier noch nicht. So, und gucken wir mal, wie. Die dürfte ja komplett rüber gehen. Vom Abstand her reicht das auch. Das sieht gut aus. Ja, und dann werden wir sie drüben auch gleich nochmal setzen. Dieselbe. Und dann von hier aus. Und die muss natürlich dann auch auf der anderen Seite. So. Müsste, dass wir die auch nicht allzu dicht dran haben hier. So müsste das eigentlich dann ausreichen. Und damit haben wir dann wunderbar die Bahnschranken. Und das sieht gut aus. Die gefallen mir. Ja. Gut, dann werden wir das nächste Mal den ersten Schrankenkontakt machen. Für den Schienenbus, das heißt, wenn der oder den können wir auch gleich mal machen, dann werden wir sehen, wie das funktioniert. Wir haben zwar schon wieder 24 Minuten rum, aber das eine machen wir jetzt auch noch fertig. So, Signal. Jetzt weiß ich nicht, welchen wir da nehmen müssen, weil er ist wahrscheinlich dafür, ne? Mal gucken und den anklicken. Na, dann können wir das Signal nehmen. Das heißt also, wenn
eigentlich, wenn der losfährt, dann sollte da sofort denn die Schranke eigentlich runtergehen. Und zwar ne, Richtung 1 natürlich. So, danach. Und da muss auch die Schranke von runter gehen. Dass die gleichmäßig runterkommen. Dann haben wir mal gucken dann. Quatsch. Hier. Und hier auf Halt. Natürlich die auch auf Halt. Okay, war hier der. Okay. Ne, ganz genau umgekehrt. Das soll ja da lang fahren, richtig. So. Und den auch natürlich. So lang. Hä? Was ist denn das jetzt? Warum schaltet der nicht um? Ja. Jetzt ist er. So. Und der. Jetzt. Okay. So, die müssen wir natürlich wieder wirklich übereinander legen hier. Und dann gucken wir mal, wenn unser Zug jetzt hier losfährt. Machen wir das mal per Hand jetzt nur. Jetzt sind die zu. Das ist ja auch doof. Kurz nochmal zurück, ja. Dann würde ich erstmal wieder Ausgangsstellung machen. So. Erstmal wieder aufmachen. Das wird schön, dass man die auch so zwischendurch noch selber per Hand schalten kann, ja. Okay. Und jawohl, gehen gleichmäßig runter und es klappt. Sehr schön. Gut, und an der Stelle möchte ich mich dann auch verabschieden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, sagt euch, 158. Bye, bye.